Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Mann gleich. It's Siege Time again. Jo Leute, es ist mal wieder Siege Time und wir schauen jetzt einfach mal hier rein, was hier, wie es hier aktuell aussieht in Gilde Nummer 2 gegen The Chive Nation. Ihr seht, wir haben jetzt hier noch knapp 15 Stunden Zeit. Das Problem ist allerdings, normalerweise mache ich meine Videos immer später, aber wir haben hier Unwetterwarnung und ich weiß nicht, es kann sein, wurde schon angedeutet, dass unter Umständen bei uns hier Internet, Telefon und so weiter ausfallen könnte im Laufe des Tages und deswegen mache ich das lieber gleich, bevor dann hinterher im Nachhinein das nicht mehr möglich ist. Deswegen jetzt gleich schon das Video aufgenommen. Wir haben Wetterwarnung Stufe Rot. So, was habe ich denn eigentlich hier aktuell drin? Was ist denn aktuell drin? Einen Dale. Ich will den Dale gar nicht drin haben. Scheiße. Na gut. Wir fangen jetzt erstmal mit der Lila an. So willst du mir kommen, Kollege, so willst du mir kommen. Kannst du gerne machen. Ich krieg dich trotzdem klein, mein Freund. Das... Also erstmal der Eugene Belcher wird das hier wohl ja wohl hoffentlich überleben. Alter, what? Was ist jetzt los? Okay. Alter, dieser scheiß Running Back Hank geht mir auf die Klöten, ey. Jetzt verliere ich tatsächlich mein erstes Match. Ich muss jetzt hier erste Mal als allererstes mal umstellen von Dale auf die Tina. Das kann doch nicht sein, ey. So. Ey, man sieht hier halt auch nichts, ne? Ist auch wieder toll, super. So, also, jetzt rauf, oh, nicht rauf auf die Tina, oh mein Gott, nein. Also, switchen zur Tina. So, und jetzt sollten wir kommen, jetzt auf, los geht's los. Kann ja wohl nicht angehen. Also, Pippin Dread, 88. Wie viel Schild hat der denn überhaupt? Der hat 4 Schild. 3 Faustschlag, okay, alles klar. Holy Macaroni und ja, hier muss ich jetzt echt zusehen, dass ich da jetzt ganz, ganz schnell richtig viel Pressure mache. Scheiße, dass die Fahrtschool Jimmy Jr. erst jetzt kommt. Aber die heilt ja wenigstens noch ein bisschen. Jetzt müsste ich durch den Straßenräuberbänder durch sein. So, jetzt haben wir hier die Power Target Patriot. Ey, jetzt muss ich erstmal zusehen. Halt alles Mögliche anstelle von Sport. So viele Sport. Ah ja, jetzt müssten wir ihn gleich haben. Jetzt müssten wir ihn gleich haben. Erstmal blocke ich jetzt hier mit der Louise nochmal. Jetzt sind wir durch. Ja, Pippin Dread wenigstens besiegt. So. Match Nummer 2 wenigstens gewonnen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier ein bisschen mehr Pressure aufbauen auf die. Wir haben ja schon 2 Inseln down bei denen. Die haben bis jetzt eine Insel geschafft. The Chive Nation. Erinos Born. Peter. Kommen Sie mit dem Peter. So, jetzt lass mal überlegen. Ich kann natürlich, ich fange jetzt einfach mal mit der, ich fange jetzt mit dem Bänder und mit der Biegeschule an. Fertig. Da passiert dann gar nichts mehr. Das Match sollte dann relativ schnell gewonnen werden. Hier komme ich gleich durch den Peter durch. Ja, du kannst jetzt hier als allererstes mal anfangen, auch mit deinem Rodeo Bobby. Das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Der Rodeo Peter ist jetzt auch am Arsch. Jetzt habe ich noch den Check Slam Inux. So, und ja, okay, du hast Hijack. Juckt mich jetzt auch wenig, weil das Ding ist gelaufen, mein Freund. Das Ding ist gelaufen. Das hast du verloren, Erinos Born. So, jetzt machen wir hier noch den Mountain Climber Peter und dann haben wir das Match gewonnen. So. Jetzt schaut die Sache doch ein bisschen anders aus. 7 Matches noch zu spielen. Ich
Gegen Robert. Robert! Robert! Powtucket Patriot, ey, du kommst jetzt. Ja, dann habe ich hier auch wieder dasselbe. Ich fange wieder mit dem Biegeschulabschluss an. Egal, was da jetzt kommt. Bei der Powtucket Patriot Ale juckt mich nicht mehr. Jetzt ist das Ding gelaufen. Da kann jetzt auch mit den Medizin. Oh ja, da habe ich hier noch dann den Cigarette Addicts. So, und das, da kannst du nichts gegen tun. Da kannst du nichts gegen machen. Das Ding ist gelaufen. Hank Hill, Biegeschulabschluss und Cigarette Addicts nebeneinander. Das ist der Overkill. Overkill, absoluter Overkill. So, nächstes Match. So, jetzt sind wir schon. Jetzt kommen wir schon langsam in die Richtung, dass wir denen vielleicht sogar noch die dritte Insel vernichten könnten. Various One, aber muss man mal schauen, wie der Rest der Gilde zum Schluss noch spielen wird. Wie viele noch übrig sind, müssen wir dann auch mal gucken. So, Ballmädchen wäre eine Möglichkeit. Wir könnten noch den Baseball Bobby spielen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Blurns Ball an, dann schauen wir mal einen Pigeon Bill. Pigeon Bill ist tatsächlich dann gleich down, weil Pigeon Bill kann nichts machen. Also dieser Pigeon Bill kann nichts machen gegen das Ballmädchen. Hier haben wir einen Bender und dann haben wir wieder den Biegeschulabschluss. Den brauchen wir jetzt auch hier oben gegen die schlimme Tina. Der crippelt jetzt das runter, beziehungsweise nicht crippelt, sondern mit dem Entführen, mit dem Hijack, macht er die dann noch kaputt. Und die ist jetzt weg. Various One ist jetzt gelaufen hier, das Ding ist durch. Das ist geil halt am Biegeschulabschluss. Du hast Mauer, du hast selber berauscht und hast Entführen und davon nicht wenig. Und damit kriegst du eigentlich die meisten Karten. Zumindest mal, wenn sie auf berauscht ausgelegt sind. Auf Craze kriegst du sie damit down. So, jetzt haben wir den Kettensägen Hank am Start. Auch der wird jetzt sein übles Machwerk durchziehen. So, und jetzt lassen wir uns mal kurz einen Moment überlegen. Die Fugenpistole mit der Tina ist interessant. Durchaus auch jetzt hier nochmal den Bobby darüber gespielt, um überhaupt erstmal blocken zu können. Wie viel Schaden macht denn... Oh, die Tina da hinten gefällt mir auch nicht so wirklich. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Flag Football da noch hinsetzen. Aber ich habe ja vorne schon mit dem Kettensägen Hank meine Arbeit erledigt. Der hat sich ja schon durchgesägt. Regelrecht durch den Gegner und damit ist das Ding durch. Schon gelaufen. So, jetzt haben wir noch 4 Matches offen. Erste Match war jetzt mega unglücklich gelaufen. Es lag jetzt nicht alleine am Dale, aber naja gut. Jetzt gucken wir mal hier. Irdisches Radfahren. Ja, mit 4-fach Hijack. Und da sage ich einfach mal, schlimme Tina, ui, jetzt könnte es unter Umständen echt nochmal arg gefährlich werden. Ich muss jetzt hier tatsächlich zusehen, die schlimme Tina, oh, die muss jetzt echt nochmal hier irgendwie überleben. So, und jetzt hat sie es geschafft. Jetzt hat sie es geschafft. Ich kann jetzt hier noch mit Cigarette Addicts auch noch mit rangehen an das Ganze. Und dann ist hier die Arbeit erledigt. Fahrtschool Jimmy Jr. hat die schlimme Tina jetzt auch noch mal ein bisschen mitgeheilt. Und gegen Brock D. habe ich jetzt gewonnen. So. Ja, schauen wir mal. Wer ist der nächste Gegner? 3 Matches sind noch offen. Wie man sieht, wie gesagt, also... Ich glaube, das Ding haben wir eigentlich schon in der Tasche, aber safe ist es natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass wir das gewinnen werden. Sieht auf jeden Fall aktuell stark danach aus. Jetzt wieder den Biegeschule-Abschluss. Ihr merkt, das ist eine meiner absoluten Lieblingskombos. Die ist halt einfach unfassbar stark. Jetzt hier noch die Dream Gitter hinterher geklatscht. Christophers Gemälde kann da hinten gar nicht so viel ausrichten. Cody R. besiegt. So. Jetzt haben wir noch wie viele Matches offen? Es sind jetzt noch 2 Matches hier. Ja, jetzt sind wir auch schon inzwischen, wie ihr seht, die versuchen hier die Hyperinsel anzugreifen, auf der mein Account auch noch mitsitzt. Ja.
können Sie sich gerne ein bisschen die Zähne dran ausbeißen an der Insel. Freue ich mich immer. So, hier haben wir einen Roger, fangen wir mit dem an. Und dann hier der Biegeschulabschluss. Rogers Kleiderschrank. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn der Bobby kommen würde. Der kommt natürlich nicht, aber Globerella ist auch in Ordnung. Ding ist gelaufen, das ist durch. Ihr müsst immer gucken, wenn ihr da auch mal so eine Combo spielt, mit also welche Karte könnte eventuell kommen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann daraufhin eine, was ist jetzt passiert? Jetzt ist hier tatsächlich schon mal kurz das Internet weg. So, okay. Aber es ist auch wieder da. So, Pippin Dread. Ja, jetzt habe ich natürlich ein riesiges Problem. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit oder würde mich natürlich riesig freuen. Hat auch sehr viele Leben hier. Mr. Front. Eventuell kriege ich ja den Bender noch mit hinzu. Den habe ich jetzt natürlich nicht bekommen. Ein klein wenig Pech. Jetzt fangen wir mit der Skimaske als nächstes an. Die soll ein bisschen den Mr. Front schützen. Ja, wenn es halt nicht läuft, dann läuft es nicht. Das Problem ist allerdings, wenn jetzt hier der Schecks-Lemme-Nöx in Fahrt kommt, dann kann ich echt nichts mehr tun. Und das ist natürlich etwas mega, mega Ärgerliches. Also das ist jetzt was, was mir überhaupt nicht in den Kram reinpasst. Das Match werde ich jetzt verlieren gegen Pippin Dread, weil ich einfach mal wieder, guckt's euch an, keine einzige Charakterkarte bekomme und das Ding ist gelaufen. Verdammt nochmal, Congregate, fix your shit, man. Ehrlich wahr, das ist einfach, das kotzt mich an, das machen die aber, das ist aber kein Zufall, das machen die dann wirklich, glaube ich, mit Absicht, solche Matches reingestreut, wo du dann entweder keine Charakterkarte kriegst oder eben keine Supportkarte. Das kommt immer wieder mal vor und das nervt einfach ungemein. So ein Match kann dann letztendlich spielentscheidend werden. Wir schauen jetzt mal einfach hier rein, wie es bei denen aussieht. Da haben momentan 31 gekämpft. Ja, 31 ist durchaus alles drin bei denen noch. Ja, gucken wir mal. Wir haben hier aktuell 38 aktive schon. Gucken wir mal hier. Illililililil, Lord Universe, Zardos, Andrelo, Sweezy, Knuckster und Joseph mit einer glatten 100. Tim May, Mark Foul, Dreifuchs, Scotty Pippen, Wovan, Oli Z, Outlaw Deke mit 91. Ich auch aufgrund dieses beschissenen letzten Spieles auch nochmal ohne Charakterkarte. 82, Ruffy Traffy, BBBBB, James, Benita, Simal, Tristan, Quarkmüller, 82. Mark Oliver, Badass Charlene, Fansinho, Dales, Fansinho, 73. Dales, Mac and Fresh, CT Heisen, 64. Max, X-Strike, Marunga, Schloss. Schloss. So. 55, Tim Friedi, 52, Slim Chi, 37, Bobob, 28, The Hulk, 19, Elizabeth, 19 und Juliana, 19. So. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.